Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 2, zur Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten. Hessen bleibt besonnen. Wir haben eine vereinbarte Redezeit von 20 Minuten je Fraktion und eine vereinbarte Rednerreihenfolge. Es beginnt Herr Ministerpräsident Bouffier, dann kommt die SPD, dann Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, die Freien Demokraten, die Linke und die CDU. Und es hat sich als fraktionsloser Abgeordneter bereits gemeldet, der Kollege Kahnt. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die zentrale politische und gesellschaftliche Herausforderung seit nunmehr 10 Monaten. Und es spricht alles dafür, dass dies auch mindestens bis zum Sommer des nächsten Jahres so bleiben wird. Die Pandemie wirkt in alle Lebensbereiche, öffentlich wie auch privat, und sie ist ohne Vorbild. Es ist daher nach wie vor richtig, diese Corona-Pandemie als die größte Herausforderung seit Bestehen unseres Landes zu bezeichnen. Bei dieser Sachlage ist es selbstverständlich, meine Damen und Herren, dass alle Ebenen des Staates, Bund, Länder, Gemeinden, eng zusammenarbeiten müssen. Das gilt insbesondere natürlich auch für die Zusammenarbeit unter den Ländern und zwischen den Ländern und dem Bund. Zu diesem Zweck tagen die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung regelmäßig, um sich politisch abzustimmen. Im Vorfeld dieser Konferenzen habe ich regelmäßig die Fraktionsvorsitzenden dieses Hauses unterrichtet und auch danach erläutert, was wir beschlossen haben. Ich möchte heute dem gesamten Parlament die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 25.11. und vom 2.12., das ist jetzt knapp eine Woche, vorstellen und erläutern. Und darüber hinaus natürlich auch darlegen, warum und wie die Hessische Landesregierung diese Beschlüsse umgesetzt hat. Meine Damen und Herren, Ausgangspunkt unserer Beratungen und der folgenden Beschlüsse war das exponentielle, ganz starke Ansteigen des Infektionsgeschehens und gleichzeitig die Gefahr einer nicht mehr zu beherrschenden Pandemie. Insbesondere die Überlastung des Gesundheitswesens hat uns allergrößte Sorgen bereitet. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass die Gesundheitsbehörden mitgeteilt haben, dass sie 70-80% der Infektionen nicht mehr nachvollziehen können, aber gleichzeitig sicher waren, dass ein Großteil des Infektionsgeschehens im privaten Bereich stattfindet, war klar, es musste zu schärferen Maßnahmen kommen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Empfehlungen der Virologen, das erleben Sie ja auch, die sind vielfältig, manchmal sogar gegensätzlich, aber in einem waren sich alle einig. Wir müssen diese Infektionskette und diesen Anstieg brechen. Und das kann nur gelingen durch die Unterbrechung der Kontakte. Wenn dann einzelne Infektionsfälle nicht mehr nachverfolgt werden können, dann kommt es auch nicht mehr auf das jeweilige Konzept, das jeweilige Hygienekonzept an. Sie alle kennen das. Jeder hat ein Hygienekonzept und sagt, bei mir gibt es nichts. Aber in der Summe sind die Zahlen geradezu explodiert. Und deshalb war die entscheidende Übereinkunft, dass wir gesagt haben, es kommt nicht auf das jeweilige Konzept an, sondern es kommt darauf an, dass wir eine möglichst breite Wirkung erzielen zur Unterbrechung der Kontakte. Das ist die Grundlage aller Überlegungen, die damals uns geleitet haben, solange ist es ja noch nicht her. Und auch bei dem Stellenwechsel der Dinge und manchmal auch der Beurteilungen. Diese Beurteilung ist, glaube ich, auch heute noch unbestritten. Klar ist allerdings auch, epidemiologisch wäre es das Einfachste und das Schnellste. Man würde komplett alles dicht machen, klassischer Lockdown, keiner bewegt sich mehr. Das hätte die stärkste Wirkung. Wir waren jedenfalls bislang alle der Auffassung, dass das aber zu erheblichen Schäden in der Wirtschaft, im Betreuungs- und vor allen Dingen auch im Bildungswesen führen würde. Und deshalb sind wir gemeinsam der Überzeugung gewesen, dass ein solcher Total-Lockdown, solange es irgend geht, vermieden werden sollte. Die getroffenen Maßnahmen waren deshalb ein Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen wirksamer Infektionsbekämpfung auf der einen Seite und gleichzeitig der Aufrechterhaltung des Lebens, insbesondere auch des wirtschaftlichen Lebens, soweit möglich natürlich mit Einschränkungen. Und dieser Kompromiss hat sich an drei Zielen orientiert. Das erste, nicht ausschließlich, aber wahrscheinlich unstreitig besonders wichtige,
Wir müssen verhindern, dass unser Gesundheitssystem kollabiert. Das Zweite, wir wollen aus vielfältigen Gründen Kitas und Schulen offenhalten. Und der dritte Punkt, wir wollen so weit wie irgend möglich unser wirtschaftliches Leben aufrechterhalten und die Arbeitsplätze erhalten. Das ist die Priorität, an der wir uns orientieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass Ihnen die einzelnen Beschlüsse, sind immerhin 15 Seiten, im Detail bekannt sind, und ich glaube, dass ich das hier nicht im Detail vortragen muss. Ich will aber auf eine Sache besonders eingehen. Für die Bürger von besonderer Bedeutung sind natürlich die Kontaktbeschränkungsregeln. Zur Erinnerung, wir haben bisher die Regelung gehabt, 10 und diverses andere. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt gehabt, dass wir sagen, wir machen noch einen Hausstand plus einen weiteren Hausstand, aber maximal 5 Personen. Neu in diesem Zusammenhang ist, dass wir beschlossen haben, dass Kinder unter 14 Jahren dazu nicht extra gezählt werden. Das hat vielerlei Gründe, die Sie, glaube ich, gut nachvollziehen können. Diese Beschränkung auf einen Hausstand und einen weiteren ist eine bewusste Einschränkung und eine deutliche Einschränkung der sozialen Kontakte. Das ist auch belastend, aber wir glauben, dass es notwendig ist. Das gilt grundsätzlich im öffentlichen wie auch im privaten Bereich. Im Gegensatz zu anderen Ländern, deshalb erwähne ich das hier noch einmal, haben wir in Hessen eine Sache anders gemacht als andere. Wir haben nämlich für die eigene Wohnung eine andere Regelung. Es gibt Länder, die das auch mit Verordnung und Bußgeld geregelt haben. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es dabei gelassen, wie wir das bisher auch geregelt haben. Für die eigene Wohnung haben wir eben nicht Bußgeld und am Ende polizeiliche Maßnahmen vorgesehen, sondern eine dringliche Empfehlung ausgesprochen. Diese dringliche Empfehlung resultiert letztlich aus der Überzeugung des Respekts vor der großen Bedeutung gerade des grundgesetzlichen Schutzes der eigenen Wohnung. Deshalb haben wir diesen Weg gewählt. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, dieser Respekt vor diesem besonderen Grundrecht bedeutet natürlich keinen Freibrief dafür, dass man zu Hause macht, was man will, sondern wir erwarten, dass die Bürger auch im privaten Bereich die Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Und wir setzen eben hier darauf, dass man eben nicht alle Regeln ausreizt, dass man eben nicht versucht, Schlupflöcher zu finden, sondern dass man besonnen und klug sich verhält und die bisherigen Erfahrungen, die wir mit dieser Regelung gerade in der eigenen Wohnung gemacht haben, lässt uns hoffen, dass hier Vernunft und Selbstkontrolle weiterhin der richtige Weg ist. Und wenn wir uns heute nur mal anschauen, was haben die bisherigen Regelungen gebracht, dann können wir feststellen, das war notwendig. Wir haben den steilen Anstieg dieser Kurve gebremst und wir konnten die Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden. Aber, meine Damen und Herren, ich will keinen Zweifel lassen, auch bei uns in Hessen ist die Situation nach wie vor sehr angespannt. Es besteht keinerlei Anlass zur Entwarnung. Ganz im Gegenteil, die Zahlen steigen weiter oder bleiben sehr, sehr hoch. Und besonders die hohe Zahl der Menschen, die versterben, muss uns mehr als bedrücken. Das gilt natürlich besonders in den Hotspots. Und um gerade hier weiterzukommen, haben wir in unseren Konferenzen vereinbart, dass wir bei einer Inzidenz von über 200 weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Bei einem Blick auf unser Bundesland stellen wir fest, dass z. B. die Stadt Offenbach, der Landkreis Offenbach, aber auch der Main-Kinzig-Kreis, lange Zeit auch der Kreis Groß-Gerau, außerordentlich hohe Inzidenzzahlen haben. Die betroffenen Gebietskörperschaften haben eine ganze Menge schon unternommen. Das will ich ausdrücklich anerkennen. Trotzdem bleiben die Zahlen hoch, und sie sind zu hoch. Und deshalb muss zumindest dort, wo die Grenze von 200 Inzidenzen dauerhaft erheblich überschritten wird, es zu Verschärfungen kommen. Diese Verschärfungen wollen wir
entlang unseres Eskalationskonzepts, das Ihnen Kollege Klose, der heute erkrankt ist, bereits mehrfach vorgestellt hat, entsprechend aufbauen. Und wir fügen eine neue Stufe hinzu, für die Fachleute die Stufe 6. Und das bedeutet dann, dass ab dieser 200er-Inzidenz nach den 7-Tagen-Regeln und all das, was Sie kennen, wir nun zu anderen Maßnahmen kommen müssen. Ich möchte Sie deshalb darüber unterrichten. Die Hessische Landesregierung hat gestern Abend deshalb beschlossen, dass es in diesen Gebieten eine Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis morgens 5 Uhr geben wird. Wir haben ausdrücklich beschlossen, dass es auch keinen Verzehr mehr von Alkohol in der Öffentlichkeit, und zwar ganztags, geben wird. Und diese Regelung soll gelten ab dem kommenden Freitag, und sie soll gelten bis zu dem 10. Januar. Meine Damen und Herren, diese Maßnahmen sind erforderlich, sie sind geeignet und sie sind nach meiner Überzeugung auch verhältnismäßig. Die Betroffenen sind darüber unterrichtet. Und ich glaube, dass diese Maßnahmen auch Wirkung erzielen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegt ja auf der Hand, wenn man über Schließungen spricht, vielleicht auch über weitere Schließungen, dass das untrennbar verbunden ist mit der Frage, wie können wir denn auf der einen Seite schließen und auf der anderen Seite sicherstellen, dass betroffene Betriebe auch eine Entschädigung erhalten. Diese Frage stellte sich ja schon sozusagen bei der vorletzten Konferenz. Und aus diesem Grund hat auf Vorschlag der Bundesregierung diese Runde beschlossen, dass es neben den Überbrückungshilfen, die ja weiterlaufen, eine sogenannte Novemberhilfe geben soll. Und diese Novemberhilfe sollte sich und orientiert sich daran, dass man schaut, wie war im Vorjahr im November der Umsatz, und 75% dieses Umsatzes sollen dann als Novemberhilfe gezahlt werden. Übrigens in gleicher Weise auch der Dezember. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Beratungen. So lange ist es ja nicht her. Wir haben alle gefragt, wie schnell wird das gehen? Und die Wahrheit ist, die Kollegen, denen ich das nicht vorwerfe, aber es gebietet die Redlichkeit der Bundesregierung, haben erklärt, in der nächsten Woche. Das war Ende Oktober. Die Wahrheit ist, der Bundesregierung ist es bis heute nicht gelungen, diese Novemberhilfe zur Auszahlung zu bringen. Ich bedauere das sehr. Ich weiß, es gibt viele, viele Probleme dabei, und es ist trotzdem nicht gut. Und darüber sollten wir nicht drum herum reden. Dem Bund ist es dann gelungen, eine Abschlagszahlung für November, Ende November noch zu organisieren, in der Höhe von 10.000 Euro. Und nach allem, was wir heute wissen, wird die eigentliche Novemberhilfe zur Auszahlung kommen im Januar und die Dezemberhilfe auch im Januar. Und von daher wird es schwierig für manche, über diese Zeit zu kommen. Das ist mir sehr bewusst. Und es ist hier ein Dilemma zwischen der sorgsamen Ausgabe des Geldes des Bundes, des Steuerzahlers auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Erwartung, auch der berechtigten Erwartung auf schnelle Zahlung. Ich kann hier nur feststellen, wir in Hessen sind vorbereitet. Wir können sofort auszahlen. Das Regierungspräsidium in Gießen steht bereit. Aber wir können nicht handeln, solange wir nicht die entsprechenden Grundlagen durch die Bundesregierung haben. Und nun hoffe ich sehr, es ist zugesagt, dass das bis Weihnachten gelingen wird. Und nun hoffen wir, dass das auch geschieht. Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Konferenz jetzt natürlich auch mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert eigentlich ab Januar. Wie kann es da weitergehen? Und Sie haben alle verfolgen können, das hat zu einer durchaus engagierten Debatte auch geführt. Der Bund hat erklärt, dass er nicht mehr im Januar die Absicht hat, wie im November oder Dezember eine Art Januarhilfe zu bezahlen, sondern er will das System umstellen. Es soll dann eine Überbrückungshilfe 3 geben, die alle Hilfsmaßnahmen zusammenfasst. Und hier soll auf einen sogenannten Fixkostenersatz umgestellt werden. Und, das ist die Überzeugung aller, es muss auch dabei gewährleistet werden, dass zum Beispiel die sogenannten Solo-Selbstständigen und andere ebenfalls in den Genuss einer Hilfe kommen. Die Einzelheiten dazu sind noch nicht vereinbart. Und das ist deshalb so spannend, weil in genau diesem Zusammenhang
übrigens parteiübergreifend, da soll niemand sich falsche Hoffnungen machen, prominente Vertreter des Bundes angekündigt haben, dass die finanzielle Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern so nicht mehr weitergehen könne. Der Bund erwartet ausdrücklich einen höheren Beitrag der Länder auch und gerade zu diesem Bereich. Ich habe mich sehr deutlich dazu geäußert und deutlich gemacht, dass der Vorwurf, die Länder würden sich an den Kosten der Pandemiebekämpfung nicht beteiligen, in der Sache völlig falsch ist. Über Stilfragen will ich heute nicht reden, aber ich will sehr deutlich machen, es ist ein Thema, das uns alle massiv betrifft. Ich erkenne ausdrücklich an die großzügigen Leistungen des Bundes. Es war auch nicht die Idee der Länder, 75% des Umsatzes zu nehmen, was sehr teuer ist. Aber ich erkenne ausdrücklich an, dass der Bund hier sehr großzügig gehandelt hat. Aber umgekehrt muss man natürlich auch sehen, dass nicht nur die Leistungskraft des Bundes finanziell begrenzt ist, sondern eben auch der Länder. Und meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich erwarte hier harte Verhandlungen. Und ich erbitte Sie alle um eine engagierte Solidarität. Je nachdem, wie das ausgeht, wird das Folgen haben, ganz unmittelbar für unsere Beratungen und für die Handlungsfähigkeit dieses Parlaments, auch und gerade in den Fragen der Pandemiebekämpfung, aber letztlich auch unseres Haushaltes. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Dinge sind da im Fluss. Wir werden zu irgendeiner Einigung kommen müssen, aber es wird Auswirkungen haben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier eine unterschiedliche Position einnehmen. Meine Damen und Herren, wie so oft hat natürlich auch in unseren Beratungen das Thema Schule eine große Bedeutung. Auch hier im Hessischen Landtag haben wir vielfach darüber diskutiert, engagiert, streitig und im Mittelpunkt, so habe ich das jedenfalls empfunden, war die kontroverse Debatte, ob Präsenzunterricht oder Wechselunterricht oder was auch immer. Und ich möchte Ihnen dazu gerne die Position vortragen, die wir gemeinsam eingenommen haben. Und ich zitiere: Bund und Länder sind sich darüber einig, dass der Präsenzunterricht an Schulen bei diesen Entscheidungen weiterhin höchste Priorität hat. Das Recht auf Bildung kann am besten durch Lernen und Lehren in Präsenz gewährleistet werden. Das gilt für die Jüngeren, die noch wenig Schullebenserfahrung haben, genauso wie für ältere Schülerinnen und Schüler, die in Kürze ihre Abschlüsse absolvieren. Schule ist ein Ort des Lernens, aber auch ein Ort des sozialen Miteinanders. Bund und Länder wollen deshalb so lange wie möglich am Unterricht vor Ort festhalten und haben gleichzeitig den Infektions- und Gesundheitsschutz im Blick. Andere Unterrichtsmodelle, insbesondere für ältere Schülerinnen und Schüler, sind anzuwenden, wenn das regionale Infektionsgeschehen bzw. das Infektionsgeschehen vor Ort dies gebietet. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, das ist die Position aller Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und der gesamten Bundesregierung, unabhängig von Parteifarben, unabhängig von Funktionen. Und es ist auch die Position der Hessischen Landesregierung. Wir fühlen uns diesen Überzeugungen zutiefst verbunden, und deshalb halten wir an unserem bisherigen Weg fest, meine Damen und Herren. Insbesondere die regelmäßigen Untersuchungen zum Infektionsgeschehen an den Schulen zeigen doch, dass die Schulen kein Ort besonderen Infektionsgeschehens sind. Die Zahlen sind seit langer Zeit eindeutig. So haben wir z.B. gestern bei fast 1900 Schulen zwei Schulen geschlossen gehabt. Wir haben genau 1,4% der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und 1,3% der Lehrkräfte. Seit Beginn des Schuljahres, muss man immer wieder erwähnen, haben wir über 85.000 Lehrerinnen und Lehrer getestet. Dabei sind Infektionen aufgetreten in 167 Fällen. Das entspricht 0,2%. Meine Damen und Herren, diese Ergebnisse stimmen komplett überein mit den Untersuchungen z.B. in Hamburg oder in Rheinland-Pfalz
oder auch gerade jüngst in Thüringen. Das Beispiel Hildburghausen in Thüringen ist besonders eindrucksvoll. Es war bis vor kurzem der Kreis mit den höchsten Inzidenzen in Deutschland. Man hat dort sehr entschlossen gehandelt. Die haben alles zugemacht, alles. Kitas, Schulen, Geschäfte. Und sie haben gleichzeitig die Chance genutzt, alle Schülerinnen und Schüler durchzutesten, um herauszufinden, gibt es eine Quote, die wir vielleicht nicht kennen, also insbesondere gibt es eine relevante Dunkelziffer. Und die Ergebnisse sind recht interessant. Von 1.510 getesteten Schülerinnen und Schülern waren genau 12, das entspricht 0,7% infiziert. Meine Damen und Herren, um das Missverständnis auszuräumen, wir streiten in keiner Weise darüber, dass gerade die 14- bis 20-Jährigen eine hohe Inzidenz bei den Infektionen haben. Das ist doch unbestritten von Anfang an. Die entscheidende Frage ist nur, wo kriegen Sie diese Infektionen? Und nach allen Untersuchungen, die Sie in Deutschland finden können, kriegen Sie diese Infektionen nicht in der Schule, sondern außerhalb. Dazu Herr Ministerpräsident, ich weise nur auf die Redezeit der Fraktion hin. Glaube ich. Ich bitte um Nachsicht. Deshalb, Herr Präsident, will ich jetzt auch nicht alle Ergebnisse vortragen, die zum Beispiel die Hamburg in unserer Konferenz detailliert vorgetragen hat, die nachvollzogen haben, 80% aller Infektionen, die die Schüler hatten, und will die Zeit hier nicht überstrapazieren. Aber das sei mir schon gestattet. Wenn Sie die jüngeren Ergebnisse betrachten, übrigens auch die Feststellungen des Gesundheitsamts im Odenwaldkreis, kommen Sie genau zu den gleichen Ergebnissen. Und ich will uns gemeinsam etwas vorlesen, was ich recht bemerkenswert fand. Zitat: Schulen sind keineswegs Treiber oder Hotspots des Infektionsgeschehens. Es kann nicht sein, dass Kinder, Familien und das Recht auf Bildung Leidtragende der Corona-Krise sind. Es gibt etliche Studien, die belegen, dass Schulen nicht zu den Infektionstreibern gehören. Ende des Zitats. Dieses Zitat stammt von dem thüringischen Kultusminister vor wenigen Tagen im MDR-Talk. Das ist der Kollege Holter. Der gehört der Linkspartei an. Deshalb trage ich es auch mal vor. Ich bin selten mit der Linkspartei einer Meinung. Aber da hat er recht. Es ist die Position aller Kultusministerinnen und Kultusminister, übrigens auch der FDP, sind ja alle dabei, bis auf die AfD haben wir alles im Angebot. Und deshalb, meine Damen und Herren, das, was wir hier vertreten, ist die breite Überzeugung. Und deshalb im Ergebnis muss man sagen, es ist nicht nur für das Offenhalten der Schulen, sondern auch für den Präsenzunterricht aus epidemiologischer Sicht sehr gut verantwortbar, dass wir, solange es vertretbar ist, am Präsenzunterricht festhalten. Meine Damen und Herren, ich muss aber auch eingehen, und ich habe das zur Kenntnis genommen, Vertreter der GEW und auch des Landeselternbeirats behaupten nun, die Zahlen sind falsch. Und als Krönung haben sie noch behauptet, man dürfe nicht den mitgeteilten Ergebnissen der Gesundheitsämter sich orientieren. Ja, meine Damen und Herren, an was denn sonst? Ich verstehe, wenn jemand andere Auffassungen zu politischen Entscheidungen hat. Das ist zu akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, wenn wir nicht mehr nach den Erkenntnissen des Gesundheitsamts vorgehen, darauf bauen doch alle unsere Maßnahmen auf. Wenn wir das aufgeben, dann handeln wir willkürlich und falsch. Und deshalb finde ich es nicht in Ordnung, wenn man ohne jeden konkreten Beleg Unsicherheit schürt, Ängste schürt, das nützt niemand. Ein solches Verhalten ist unverantwortlich und am Ende auch für niemanden dienlich. Gerade die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer ist ein hohes Gut, und wir nehmen die Sorgen ernst. Und deshalb habe ich mir erlaubt, darauf heute noch einmal einzugehen. Meine Damen und Herren, ein anderer Gesichtspunkt. Zu Recht wird immer wieder gefordert, dass man doch nicht so von Fall zu Fall entscheidet, sondern dass man mal einen Plan hat, dass man langfristig entscheidet. Ja,
bin ich sofort dabei. Aber es gibt zwei Gründe, warum das nicht geht. Zum einen ist das Pandemiegeschehen sehr dynamisch. Und wenn wir ehrlich sind, niemand weiß, wie sich die Dinge konkret entwickeln. Dann muss es möglich sein, unmittelbar zu entscheiden und auch vielleicht zeitlich sich neu zu orientieren. Aber mir ist es schon ein Anliegen, auf einen zweiten Umstand hinzuweisen, der weitgehend untergegangen ist. Vor wenigen Tagen ist das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen worden. Und in diesem Infektionsschutzgesetz steht, dass alle Maßnahmen, und das bitte ich einfach aufzunehmen, das kann man ja gut oder schlecht halten, es ist aber so, maximal 4 Wochen, nicht einen Monat, 4 Wochen dauern dürfen. Und wenn Sie nur für 4 Wochen verbindlich etwas regeln können, können Sie nicht gleichzeitig verlangen, dass es eine langfristige, verlässliche Planung gibt. Das schließt sich aus. Die Entscheidungen des Deutschen Bundestags, auch des Bundesrates, das können Sie alles nachlesen, ist so. Und da das weitgehend untergegangen ist, ist es mir schon ein Anliegen, darauf mal hinzuweisen. Das ist übrigens auch der Grund, warum alle Länder ihre Verordnungen bis zum 20.12. begrenzt haben. Wir hatten zur Erinnerung, 30.11. und 1.12. konnten wir entsprechend neu regeln. Hätten wir die 4-Wochen-Frist ausgenutzt, wären wir am 28. Dezember gelandet. Hätten wir vielleicht noch Weihnachten regeln können, aber nichts mehr drüber. Alles andere verbietet das Gesetz. Aus diesem schönen Grund ist es natürlich klar, es ist besonders misslich. Die Leute wollen wissen, was ist an Weihnachten, was ist an Silvester, wie geht es weiter. Das können wir, und deshalb habe ich das dargelegt, nicht verbindlich regeln. Aber wir haben uns politisch entschieden. Wir haben uns politisch entschieden, dass wir den Empfehlungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung folgen wollen und in der Zeit vom 23.12. bis zum 1. Januar die Kontaktbeschränkungen erweitern wollen. Wir wollen dann zulassen, dass bis zu 10 Personen sich treffen können. Und auch in diesem Fall sollen die Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Es liegt auf der Hand, auch diese Erleichterung ist epidemiologisch nicht ohne Risiko. Wir setzen aber darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger vernünftig bleiben und nicht nur die Hygieneregeln einhalten, sondern dass sie auch die entsprechenden Möglichkeiten nicht immer ausnutzen und ausreizen. Im Ergebnis ist es ein Kompromiss. Und wir werden ja darüber diskutieren, und ich bin gespannt, wie Sie das sehen. Meine Damen und Herren, wir muten den Menschen in unserem Land viel zu. Das ist auch notwendig. Andererseits ist aber gerade Weihnachten das Fest der Familien. Und es muss doch einmal möglich sein, dass Familien zusammenkommen oder auch Menschen, die sich besonders nahe sind. Das ist der Grund, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und es wird in Hessen auch dabei bleiben, dass man, wenn man Verwandte besucht, in Hotels übernachten kann. Meine Damen und Herren, die Hotels sind für Geschäftsreisende sowieso offen. Und wir haben nur unterbunden und wollen nicht touristische Reisen. Und der Besuch bei den Verwandten ist keine touristische Reise. Das ist übrigens die Auffassung aller Länder. Haben wir auch gemeinsam so beschlossen. Und es macht ja auch keinen Sinn, den Menschen die Chance zu geben, dass Verwandte zusammenkommen, ihnen aber nicht zu sagen, wo sie übernachten sollen. Im Übrigen ist das auch epidemiologisch alles andere als klug. Es ist besser, in einem Hotel zu übernachten unter Beachtung der Hygieneregeln, als klassischerweise auf dem Sofa im Wohnzimmer zu übernachten und mit allen Beteiligten sozusagen dann noch engeren Kontakt zu pflegen. Also, es wird dabei bleiben. Nun beobachten Sie alle, ich ja auch, dass wir seit dem Wochenende und gestern und heute eine sehr intensive Debatte haben, ob es bei diesen Regeln bleiben soll, ob man sie verändert oder zu noch schärferen Einschnitten kommt. Vielleicht haben Sie es heute zur Kenntnis nehmen können. Die Leopoldina, die Wissenschaftsgesellschaft, hat heute Morgen eine Empfehlung veröffentlicht, dass wir vom 23. oder 24. bis zum 10. Januar einen sogenannten Total-Lockdown machen sollen. Das Land Sachsen hat heute Morgen beschlossen, ab kommenden Montag bis zum 10. Januar ein Total-Lockdown, also Aufschließung der Geschäfte und alles, was damit verbunden ist. Meine Damen und Herren,
Ich glaube, wir werden die weitere Entwicklung in Bund und Ländern abwarten. Aber Sie können sicher sein, die Hessische Landesregierung wird rechtzeitig nach diesen Beratungen zwischen Bund und Ländern entscheiden, aus meiner heutigen Sicht am nächsten Mittwoch, das wird der 16.12. sein. Wir wollen ganz bewusst uns die Chance geben, bis dahin auch die Zahlenentwicklung zu sehen und zu schauen, wie das insgesamt aussieht. Um mal das Beispiel zu nehmen, Läden schließen in Hessen und in Rheinland-Pfalz auflassen, macht nicht richtig Sinn. Dann fahren alle Wiesbadener nach Mainz und umgekehrt gilt das Gleiche. Deshalb werbe ich dafür, dass wir möglichst beieinander bleiben. Und ich hoffe, dass wir in dieser Woche und gegebenenfalls Anfang der kommenden Woche hier noch zu einer entsprechenden Vereinbarung kommen. Deshalb haben wir bisher uns politisch entschieden. Aber ich will nicht verhehlen, wenn ich das heute betrachte, glaube ich, kann man sagen, wenn es bei Weihnachten bleibt, wie vorgesehen, wird es in der Zeit danach und vor allen Dingen an Silvester zu Einschränkungen kommen müssen. Wie die im Einzelnen aussehen, das werden wir sehen. Aber schon heute ist klar, öffentliche Feiern, Silvesterfeuerwerke etc., das wird es alles nicht geben. Und von daher, glaube ich, wird man sich darauf einzustellen haben, dass wir nach Weihnachten zu Veränderungen kommen. Wir werden wie immer rechtzeitig informieren. Aber ich habe schon den Anspruch, dass wir versuchen, bei den Ländern wenigstens im Großen und Ganzen beieinander zu bleiben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss auf zwei Bereiche noch eingehen, die auch natürlich zu diesem Zusammenhang gehören. Am vergangenen Wochenende ist eine Debatte aufgekommen über die Schnelltests für Lehrer. Auch dazu will ich ein Wort sagen. Meine Damen und Herren, es handelt sich um die Weiterentwicklung unserer Teststrategie. Wie Sie wissen, können seit Beginn des Schuljahres alle Lehrerinnen und Lehrer, übrigens auch alle Erzieherinnen und Erzieher, sich regelmäßig, auch wenn sie keine Symptome haben, alle 14 Tage beim Arzt testen lassen. Seit dem 1. Dezember haben wir jetzt die Situation, dass die Betroffenen sich mit den sogenannten Antigen-Schnelltests beim Arzt weiter testen lassen können. Und wir haben uns überlegt, ob es eine Weiterung geben kann, die die Dinge einfacher macht, die uns noch besser in den Stand versetzt, frühzeitig zu erkennen, ob jemand infiziert ist und natürlich damit den Schutz zu erhöhen. Aus diesem Grunde haben wir unter Leitung von Frau Prof. Ziesecke an der Universität in Frankfurt und gemeinsam mit dem Land eine Untersuchung gemacht, um zu schauen, ob es möglich ist, diese sogenannten Antigen-Schnelltests selbst vorzunehmen, indem man sich sozusagen diesen Test an die Nase hält und relativ einfach feststellen kann. Und die Teststrategie hat gezeigt, das ist durchaus erfolgversprechend. Und das ist auch der Hintergrund dessen, dass der Bundesgesundheitsminister am letzten Freitag erklärt hat, dass es jetzt so etwas gibt. Weil am Donnerstag letzter Woche hat der Bund erst einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass man nicht mehr medizinisches Personal braucht und vieles andere mehr. Wir können das aber noch nicht einsetzen, ganz einfach deshalb, weil die Zahl der Antigen-Schnelltests begrenzt ist und zum anderen auch noch eine Reihe von Fragen offen sind. Wichtig ist mir, es ist ein weiteres freiwilliges Angebot. Wichtig ist mir, es geht nicht darum, dass die Schüler, dass die Lehrer die Schüler testen sollen, sondern es geht darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer relativ schnell und einfach sich Gewissheit verschaffen können, ob sie nun infiziert sind oder nicht. Und wenn wir über unsere Teststrategie reden, meine Damen und Herren, muss auch klar sein, ganz besondere Sorge und Aufmerksamkeit müssen wir den älteren Menschen zukommen lassen, insbesondere auch denen in den Alten- und Pflegeheimen. Es ist deshalb gut, dass für diese Einrichtungen jetzt die Antigen-Schnelltests verfügbar sind. Es ist gut, dass der Bund zurzeit ausliefert die FFP2-Masken, die er zugesagt hat. Und, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir in Hessen noch eine Sonderregelung haben. Nach meiner Kenntnis sind wir die Einzigen, die so etwas machen. Wir haben nämlich seit dem 1. Oktober allen Pflegerinnen und Pflegern angeboten, dass sie, auch wenn sie keine Symptome haben, alle 2 Wochen kostenlos getestet werden können. Das dient der Sicherheit der Betroffenen, aber natürlich insbesondere auch der Sicherheit der älteren Menschen in diesen Einrichtungen. Meine Damen und Herren, neben dem Testen ist das ganz große Thema das Impfen. Es ist doch unsere aller Hoffnung, dass möglichst bald
wir mit einer Impfung diese Geisel Corona überwinden und zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Und das, was wir dort erkennen, lässt uns zuversichtlich sein. Aber, meine Damen und Herren, es ist schon notwendig, gerade wenn wir eine solche Aussprache über Corona haben, einmal darauf hinzuweisen, dass wir auf der einen Seite verständlicherweise eine riesige Erwartungshaltung der Bevölkerung haben und auf der anderen Seite Umstände, die ich gerne heute sagen möchte, damit die Menschen sich einrichten können. Wir müssen etwa 8 Millionen Impfungen in Hessen vornehmen. Das ist eine riesige logistische Herausforderung, und viele Umstände sind nicht einfach. So etwas hatten wir in Deutschland und auch in Hessen noch nie. Es gab noch nie eine solche große Zahl an Menschen, die zu impfen waren. Und wir haben deshalb schon vor Wochen unter Führung des Sozialministers und des Innenministers und sorgfältig vorbereitet eine Taskforce eingerichtet und haben gemeinsam mit der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Kommunen einen Plan aufgestellt, wie wir das Ziel, nämlich einsatzbereit zu sein am 15. Dezember, so war die Vorgabe, auch wirklich umsetzen können. Meine Damen und Herren, wir haben ja noch in diesem Plenum, wenn ich es recht sehe, Gelegenheit, darüber näher uns auszutauschen. Aber ich will schon deutlich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir heute sagen können, dieses Konzept hat gegriffen. Das war erfolgreich. Wir sind heute in der Lage zu sagen, Hessen ist in der Lage, sofort zu beginnen. Wir können handeln. Das ist eine große Leistung. Mein Dank gilt all denen, die dazu beigetragen haben, den Hauptamtlichen, den Ehrenamtlichen. Und die große Hoffnung, die alle Menschen damit verbinden, die können wir ein gutes Stück damit heute schon mal einführen, dass wir sagen, wir sind handlungsfähig. Das können wir nicht alleine. Aber das, was bisher geleistet wurde, verdient allen Respekt, meine Damen und Herren. Nun ist die spannende Frage, wann geht es konkret los? Noch immer ist kein Impfstoff genehmigt. Die zweite Frage ist, wie viele Impfdosen werden wir denn erhalten? Auch das weiß niemand. Und auch die Frage, wer wird in welcher Reihenfolge geimpft, ist zur Stunde noch unklar. Es gab die Aufforderung der Opposition Ende Oktober, wir sollten in Hessen doch einmal die Reihenfolge festlegen. Meine Damen und Herren, das haben wir nicht gemacht. Und das werden wir auch nicht machen. Sondern wir haben uns sehr früh politisch entschieden, und dabei bleibt es auch, wir wollen so weit irgend möglich uns orientieren an den Empfehlungen der Nationalen Impfkommission und des Robert-Koch-Instituts. Ich halte gar nichts davon, dass jedes Land seine eigene Prioritätenliste erfindet. Und wir werden sehr viel Verständnis füreinander haben müssen, in welcher Reihenfolge das geht. Gestern Morgen hat die Nationale Impfkommission ihren Vorschlag vorgelegt. Sie haben ihn vielleicht zur Kenntnis nehmen können. Das kann man für richtig, das kann man für falsch halten. Wir werden aber sehr, sehr gemeinsam daran arbeiten müssen, dass ein hohes Maß an Akzeptanz vorhanden ist, weil schon heute klar ist, wir werden nur eine sehr begrenzte Zahl der Impfdosen haben und nicht alle, die mit guten Gründen sagen, jetzt sind wir aber dran, gleichzeitig impfen können. Die Vorgaben, die wir dort bekommen, sie sind wohlbedacht. Man kann im Einzelnen immer über alles streiten, aber ich will hier für uns schon einmal festhalten, die Landesregierung wird sich sehr, sehr intensiv an diesen Empfehlungen orientieren. Und von daher hoffen wir natürlich gemeinsam, dass wir jetzt sehr bald eine Genehmigung haben, dass wir sehr bald wissen, wie viele Impfdosen wir bekommen und dass wir auch eine konkrete, nicht nur einen Entwurf, sondern eine konkrete Empfehlung der Nationalen Impfkommission erhalten. Meine Damen und Herren, Corona und die Corona-Pandemie fordert uns alle in ganz außergewöhnlicher Weise. Jeden von uns, den einen mehr, den anderen weniger, aber eigentlich alle. Und wenn wir das erfolgreich bestehen wollen, und es wird noch einige Zeit dauern, dann glaube ich, wird das nur gehen, wenn wir beieinander bleiben. Die Bevölkerung will alles, nur keinen kleinlichen Streit. Die erwarten von uns besonnenes Handeln und verlässliches Handeln. Und deshalb muss auch klar sein,
bei aller Unterschiedlichkeit in der einen oder anderen Frage. Wenn ich mir anschaue, ob uns das gelungen ist, dann glaube ich schon, dass uns das gelungen ist. Das zeigen alle Umfragen in Deutschland, aber auch bei uns hier in Hessen. Und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, das, was wir hier machen, was wir verordnen, was gegebenenfalls der Gesetzgeber beschließt, das ist wichtig, das ist richtig, aber das ist nicht entscheidend. Auf Dauer kann man ein Land nicht mit Verordnungen und Polizei regieren. Auf Dauer wird ein Land nur erfolgreich beieinander bleiben und die Herausforderungen dieser Pandemie auch wirklich bekämpfen mit Erfolg, wenn die Menschen aus eigener Überzeugung sich an die Regeln halten, um sich und andere zu schützen. Und das tun die allermeisten Menschen. Und ich möchte heute ganz bewusst sagen, wir haben Anlass, gerade als Gesetzgeber, uns bei denen zu bedanken, die auch ohne Winken von Bußgeld und ohne Polizeikelle sagen, jawohl, wir halten uns an diese Regeln, weil es vernünftig ist, meine Damen und Herren. Es muss uns immer darum gehen, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, dann auch die Konsequenzen spüren. Es kann nicht sein, dass die große Zahl der Vernünftigen unter der Unvernunft der wenigen leidet. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Ein Wort an gerade die jungen Menschen. Ich weiß doch um die Zumutungen. Auch und gerade für jüngere Menschen. Der eine oder andere verweist auf die Zeit nach dem Krieg und dass alles ganz viel schlimmer war. Stimmt. Das hilft jemand, der vor 20 Jahren geboren wurde, etc., vergleichsweise wenig. Ja, man muss nicht in Diskos gehen. Man muss nicht in Clubs gehen. Man muss auch nicht in Fitnessstudios gehen, auch nicht in Kinos. Aber das sind alles Dinge, die gerade für junge Menschen einen Großteil ihres Lebens ausmachen. Das ist Ihnen besonders wichtig, und genau das verbieten wir alles. Also, wenn Sie so wollen, alles, was Spaß macht. Und ich möchte mich deshalb heute ganz bewusst bei denjenigen jungen Menschen bedanken, die sich an die Regeln halten. Wir wissen, Belehrungen, insbesondere wie es früher mal war, die hört keiner gern. Aber wenn ihr euch an die Regeln haltet, dann schafft ihr vor allen Dingen für euch selbst die Voraussetzungen, dass wir möglichst bald wieder in normalen Verhältnissen leben können. Und deshalb, ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann, aber es wird davon abhängen, von jedem Einzelnen, wie wir uns verhalten. Die Hygieneregeln einzuhalten, privat wie öffentlich, das muss bleiben. Es muss bleiben, dass das öffentliche Interesse vor das Einzelinteresse tritt. Nur so werden wir in der Lage sein, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deshalb glaube ich, wenn wir das beherzigen, dann werden wir nicht nur Schritt für Schritt mit der Impfung, sondern auch mit einer Grundhaltung Anlass zur Zuversicht haben. Und deshalb, meine Damen und Herren, das wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Aber diese Zuversicht zum Ziel und die Besonnenheit im Handeln, das war, das ist und das bleibt die Grundlage des Handelns dieser Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Zur Orientierung. Insgesamt betrug die überzogene Redezeit 23 Minuten. Schon wieder weg, genau. Der wird dann als Oppositionszuschlag geteilt durch die Oppositionsfraktionen und die Regierungsfraktion 5 Minuten.